Hallo Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Modern Warfare 3 Commentary. Wir spielen heute Absprungszone auf der Map Arkaden und zwar mit der schallgedämpften P90 inklusive Schnellfeuer und der Rest der Klasse steht natürlich wie immer in der Beschreibung. Ja, dieses Commentary soll dazu dienen, euch Informationen und Tipps für diesen neuen Modus Absprungszone zu geben, begleitet von diesem sehr schönen, actionreichen Gameplay. Und zuerst einmal werde ich euch ein bisschen über diesen neuen Game-Modus erzählen, diesen neuen Spielmodus. Mit dem letzten Update von Modern Warfare 3 hat eben Infinity Ward jetzt neben der normalen Standard-Playlist mit den Standard-Game-Modi und der Spezialisten-Playlist, wo beispielsweise die Hardcore-Modi drin sind, auch noch eine Community-Playlist hinzugefügt. Und in dieser Community-Playlist für Game-Modi befinden sich ausschließlich Game-Modi, die eben von der Community für das Spiel entwickelt werden. Und der erste und bis jetzt auch einzige Spielmodi, der sich in dieser Playlist befindet, ist eben dieser hier, Absprungzone. Und jetzt werde ich erstmal kurz erklären, wie dieser Spielmodus funktioniert. Was viele nicht wissen, ist, dass dieser Spielmodus schon länger in Modern Warfare 3 besteht, und zwar in der Playlist für ein privates Spiel. Dort kann man nämlich auch spezielle Game-Modi oder Spielmodi wie zum Beispiel Zombie-Modus verwenden und in einem privaten Spiel spielen. Aber erstmals hat jetzt Infinity Ward diesen Modus Absprungzonen aus dem privaten Spiel auch in den normalen Multiplayer übersetzt und eben offiziell in den normalen Multiplayer mit reinkooperiert. Folgendermaßen funktioniert dieser Modus. Jede Minute wird ein neuer Bereich, ähnlich wie bei Headquarters, auf der Map bestimmt, wo eben eine sogenannte Absprungzone mit rotem Rauch markiert wird. Auf diesem roten Rauch werden Care Packages abgeliefert. Welchem Team diese Care Packages gehören, hängt davon ab, welches Team die Absprungzone hält. Ihr seht oben links, rechts neben dem Radar seht ihr die Anzahl an Spielern, die von dem jeweiligen Team sich auf der Absprungzone befinden. Je nachdem, welches Team die Überhand hat, dieses Team kontrolliert die Absprungzone. Das bewirkt erstens, dass jeder Spieler, der sich auf der Absprungzone befindet, pro Sekunde plus 20 Punkte bekommt, einmal für sich und auch für den Teamscore, der unten links natürlich wie immer steht. Und es bewirkt, dass die Care Packages, die in dieser Zeit abgeliefert werden, sage ich mal, vom Helikopter, eben diesem Spiel zugeordnet sind. Und wenn ihr der Erste seid, der diese Absprungzone einnimmt, beziehungsweise euch 15 Sekunden am Stück auf der Absprungzone befindet, dann seid ihr derjenige speziell, dem ein Care Package oder ein Vorrat eben gehört. Und demnach könnt ihr das natürlich, wie das bei normalen Care Packages auch ist, könnt ihr dieses Care Package dann schneller einholen oder den Inhalt schneller auspacken als bei gegnerischen Vorräten oder Vorräten von anderen Teammates. Und das war eigentlich schon alles zu dem Game-Modus. Und jetzt mal so ein bisschen zu den Tipps. Also hier seht ihr schon, dass ich gerade ein Geschütz einnehme und hier schön hinten platziere. In diesem Game-Modus sind alle Abschusspakete deaktiviert. Dazu gehört auch das Spezialisten-Strike-Package. Das heißt, die einzigen Killstreaks, die ihr bekommt, sind die aus dem Care-Package. Und bestimmte Killstreaks aus dem Care-Package solltet ihr auch zu eurem Nutzen machen. Beispielsweise ein Geschütz eignet sich hervorragend zum Kontrollieren der Absprungzone und eben Abfangen der Gegner, bevor sie sich überhaupt der Absprungzone nähern können. Genauso gut dient das EMS beispielsweise, um mehrere Gegner wegzuholen, die sich Richtung Absprungzone befinden, oder auch ein Angriffshelikopter, denn diese Absprungzonen befinden sich natürlich meistens im freien Raum, im freien Feld, etwas, was nicht überdacht ist, da natürlich da auch Care Packages ja irgendwie landen müssen und die können dann ja nicht auf irgendeinem Dach landen. Und deshalb eignen sich so Angriffshelikopter wie zum Beispiel die Cobra oder auch der Pavelo natürlich sehr, sehr gut, um eben auch Gegner vielleicht in letzter Sekunde davor abzuhalten, eben die Absprungzone zu erobern. Und ihr werdet auch sehen, dass ich mehrere Cobras oder zumindest eine Cobra auf jeden Fall aufhebe und diese benutze, mehrmals eben die Absprungzone zu verteidigen.
Dann ein ganz klarer Tipp, den ich geben kann. Dieser Game-Modus ist ein verdammt actionreicher Game-Modus. Es geht null um KD. Ihr müsst gnadenlos auf diese Absprungzone drauf und die auf Teufel komm raus versuchen zu erobern, um eben die Punkte für euer Team zu bekommen. Und merkt euch einfach, ihr habt nie ein Spiel schon im Voraus verloren. Bei vielen Spielmodi ist es schon im Voraus klar, wenn ein wenn das gegnerische Team schon einen weiten Vorsprung hat, dass ihr das Spiel kaum noch gewinnen könnt. Bei Absprungzone ist das ganz und gar nicht so. Bei Absprungzone kann sich mit der nächsten designierten Absprungzone schon das ganze Spiel wenden, wenn ihr eben diese taktisch und vor dem Gegner vor allem eben erobert und eben lang genug haltet. Denn wie gesagt, pro Sekunde bekommt ihr Punkte. Und wenn ihr die eine Absprungzone etwas länger haltet, könnt ihr schon das ganze Spiel rumdrehen. Dann auch dazu, dass es eben ein actionreicher Modus ist, gehört eben auch, dass ihr möglichst eine SMG mitnehmen sollt oder eine Maschinenpistole, gerade auf so verwinkelten und kleinen Maps wie zum Beispiel Arkaden. Meine Maschinenpistole der Wahl ist in dem Fall P90, da die sehr gut mit einem Schalldämpfer funktioniert und ich eben ja auf den Schalldämpfer in dem Fall sehr viel Wert gelegt habe. Und dann ein ganz klarer Tipp, den ich euch geben kann in Perk 2, also dem roten Perk, würde ich auf jeden Fall das extra Visier empfehlen. Denn oft genug kann euch Visier den Arsch retten und ihr werdet sehen, dass sich am Ende dieses Gameplays oder relativ am Ende des Gameplays auch eine Herausforderung für Überleben Sie 100 Explosionen mit Visier bekomme. Und ich hatte dieses Visier quasi das allererste Mal mit diesem neuen Modus ausprobiert. Das heißt, ich habe jetzt quasi erst seit 3 Tagen Visier wirklich genutzt und da einige Spiele gespielt und schon habe ich 100 Explosionen überlebt, wie zum Beispiel hier habe ich ihn, genau, da ist sogar die Herausforderung oben rechts gerade gewesen. Ich habe ihn geknifed, er hatte Dead Man's Hand, ich habe es überlebt. Und besonders sinnvoll ist eben dieses Visier, wenn ihr eben Care Packages reinholen wollt, dass ihr eben nicht so einfach durch Granaten davon abgehalten werden könnt und eben aus der Absprungzone halt aus der Pole Position rausgeworfen werden könnt. Was ein sehr wichtiger Tipp ist, ist eben, dass ihr frühzeitig weiterrückt. Das bedeutet, wenn ihr ungefähr schon wisst, wo der nächste Spawn der Absprungzone ist, dass ihr eben schon frühzeitig weiterrückt und nicht darauf beharrt, eben zu lange auf diese Absprungzone draufzulaufen. Wenn ihr also sterbt und ihr seht schon, dass während ihr gestorben seid, schon auf der anderen Seite der Map eine neue Absprungzone gespawnt ist, dann bewegt euch auf die neue zu, nicht auf die alte. Nächster Tipp, gegnerische Care Packages. Ihr werdet jetzt gleich eine Szene sehen. Ich hole jetzt hier noch 2 Gegner weg und dann kommt... kommt hier das gegnerische Care Package runter und da ist ein Reaper drin. Das kann man jetzt hier nicht sehen, ein Reaper drin. Und ihr seht schon, bam, im Hintergrund hört ihr jetzt, dass gerade ein Freund von mir gestorben ist wegen einem gehackten Care Package. Denn diese gehackten Packages können natürlich auch vom Gegner bekommen. Es ist natürlich Zufall, was für Vorräte von dem Helikopter fallen gelassen werden und können eben auch diese Abwurffallen sein. Und diese Abwurffallen haben eben meistens sehr hohe Killstreaks, wie zum Beispiel 9er, 12er oder sowas in der Art, wie zum Beispiel ein Reaper drinne. Und wenn ihr also ein gegnerisches Care Package seht, wo ein Reaper drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben ein Abwurffall ist, relativ hoch. Das heißt, solche hohen Killstreaks, wie zum Beispiel den Reaper, solltet ihr wirklich ausschließlich von, Vorräten eures eigenen Teams nehmen und nicht von gegnerischen Vorräten, da es meistens eine Abwurffalle ist und gerade eben in der Szene habt ihr gesehen, dass ich auch mit der Vermutung auf jeden Fall richtig lag. So, als letzten kleinen Tipp habe ich noch, dass ihr die Pakete, die abgeworfen werden, sehr gut als Cover nehmen könnt, denn in Kombination mit dem Rauch und den abgeworfenen Packages, wenn ihr euch dahinter legt, kann euch den Gegner sehr schlecht sehen. Und so könnt ihr, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann hin und wieder auch mal eine Granate oder sowas überlebt, ist dann auch eben größer, dass ihr diese Absprungzone eben halten könnt. Gut, ich hoffe, dieses Kommentar hat euch gefallen. Der Game-Modus macht mir persönlich wahnsinnig viel Spaß. Wenn ihr ihn noch nicht ausprobiert habt, probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Ich verabschiede mich von euch. Bis dann, euer Anti.
Ach so, eine Sache noch, vielleicht kommt in den nächsten Tagen über diesen Spielmodus nochmal ein bisschen detaillierter eine Modern Warfare 3 Quick Tips Episode, kann ich noch nicht genau sagen. Wie auch immer, das Commentary ist aber hiermit erstmal abgeschlossen. Bis dann, euer Amti.